das werde ich nie vergessen, wie ich das erste Mal auf der Bühne stand. Und ich hatte mir das alles so ganz anders vorgestellt. Ich hatte gedacht, ja, man sieht das Publikum und man hört jeden Menschen. Aber eigentlich war das dann auf der Bühne ganz anders. Es war alles dunkel, viele Lichter, es war wie eine andere Welt. Es hatte mir sehr, sehr Spaß gemacht. Ich war so aufgeregt vorher, aber wo ich auf der Bühne stand, war die ganze Aufregung weg. Es hat mir riesen Spaß gemacht, nur über die Bühne zu laufen. Also es ist ein Stück weit Lebenseinstellung, weil ich kenne es nicht anders. Für mich ist es ganz normal, morgens aufzustehen, ein bisschen Schmerzen zu haben, Muskelkater. Und das sieht man ja halt nicht als Zuschauer, wie viel wir trainieren müssen, um überhaupt in die Form zu kommen, eine Rolle zu tanzen, sie technisch auszufüllen und dann die ganze Vorbereitungszeit, bis man dann endlich die Rolle tanzen kann. Das ist halt super. Es ist immer wieder irgendwie, muss man sich von Neuem beweisen, weil die Erfolge von gestern, die zählen heute nicht mehr. Es zählt nur das Heute und Jetzt. Ne? Man muss außerordentlich sein heutzutage. Es ist wie beim Sport, ne? Alles wird schneller, härter, stärker. Und so ist es auch beim Ballett, die Technik steigt. Die Beine werden höher, man dreht noch mehr Pirouetten. Man ist noch schlanker, man ist noch größer, man ist noch länger, man ist gedehnter. Also der eiserne Wille ist eigentlich so die treibende Kraft bei uns. Da gibt es einfach nichts anderes. Und einfach immer weitermachen, nicht aufgeben. Und dazu gehört halt die Liebe. Ne? Wenn man die Liebe für den Beruf nicht hat, dann hört man auf. Für mich ist die Zeit vor der Vorstellung sehr wichtig. Das ist eigentlich so meine Qualitätszeit. Manchmal bin ich sehr nervös und durch das Schminken werde ich ruhiger. Und das gehört einfach zu der Rolle dazu. Und wenn ich dann das Kostüm anziehe, heißt es, okay, jetzt ist es soweit. Also vor dem Auftritt ist halt eine sehr große Spannung. Ne? Es ist so ein bisschen wie, da ist etwas, ein Stein auf einem Herzen. Ne? Man möchte was loswerden. Ne? Wenn ich auf der Bühne stehe, dann bin ich locker, weil ich weiß, okay, jetzt ist es soweit. Und ja, meistens ist die große Nervosität dann weg. Man weiß nie, was auf der Bühne passieren kann. Es ist halt live. Und es gibt so viele Faktoren, die vielleicht schief laufen könnten. Und man muss auf alles vorbereitet sein. Und es ist jedes Mal auch schwer, in der Qualität zu tanzen, die man schon mal getanzt hat. Also man muss jeden Tag sein Level halten und wenn nicht sogar steigern. Die völlige Harmonie auf der Bühne, wenn alles stimmt, ja, wenn man alles so gemacht hat, wie man sich's wünscht, wenn man es auch noch genossen hat, das ist halt auch sehr selten. Ne? Und das sind halt besondere Momente. Es sind nicht viele. Und danach ist man halt glücklich. Wenn das Publikum applaudiert, ist halt der einzige Moment, wo wir auch was zurückbekommen. Es ist wie ein Geben und Nehmen. Für mich ist es eigentlich das größte Glück nach der Vorstellung. Also eigentlich bin ich mein größter Kritiker.